Ja, du hast schön aufgepasst, ne? Nee, hast du nicht? Ja. Naja, aber wir freuen uns ganz schön. Ja, was ist denn das jetzt wieder, hä? Werdet ihr euch fragen. Wir sind ja an den Batterietests hängen geblieben, zwischenzeitlich bei Alaun gewesen. Und durch den letzten Besuch, der mir die Kohlefaser mitgebracht hat, der hat sich auch mit Batterien etwas beschäftigt und kennt sich in Chemie ziemlich gut aus, für meine Begriffe jedenfalls. Ich bin ja eine absolute Niete in Chemie. Und er hat gemeint, ja, ist schon nicht so schlecht, das mit diesen Alaun-Kristallbatterien, vor allem das, was die für eine Leistung rauspoltern. Allerdings, richtig umweltverträglich ist es halt immer noch nicht. Ne? Dieses Blei-5-Oxid entsteht immer noch, was man zwar dann irgendwie wieder trotzdem in ungefährlicheres Blei-2-Oxid umwandeln kann. Trotzdem gäbe es noch andere Alternativen dazu. Und er hat sich zu Hause hingesetzt und hat einfach mal so ein bisschen Weißkalkzeugs in Alurohr reingepresst und hat einen Kupferstreifen reingenommen. Ja, dieses Weißkalkzeugs. Was ist denn jetzt Weißkalkzeugs? Weißkalkzeugs ist Calciumcarbonat. Ja, ist irgendwie CO2 wird irgendwie zu Calciumcarbonat. Also am Ende ist dann hier Marmor drin, ne? Wenn diese chemische Reaktion dann nach irgendwie, was nicht, 10 Jahren, 20 Jahren, na, 10 Jahre soll es ungefähr dauern, wenn die komplett abgeschlossen ist und die fertig ist mit Strom produzieren, wenn man es so mal dann übertragen kann, ja, da hat man Marmor drin. Der Tag war gestern wirklich sehr lang und das war ganz am Ende gewesen, aber dass ihr mal live dabei seid, so, das sind die Originalaufzeichnungen davon gewesen. Und hat zuerst zu mir gemeint, mal einen Kreis, den habe ich gemacht. Gemeint, dann fangen wir mit hier CaU an. Dann wird irgendwie durch Wärme und Wasser, ja, geht es dann irgendwie zu dem hier, CaOH2. Und dann wird CO2 aufgenommen. Kommt irgendwie noch mit dazu und Wasser wird irgendwie abgegeben. Ja, dann reagiert wieder. Durch Wärme geht CO2 raus. Rösten. Ja, das heißt in der Chemie wirklich irgendwie genau, das wird dann irgendwie geröstet. Dieses CaCO3. Und dann macht wieder CO2 weg und dann sind wir wieder an der Anfangsstelle. Ist der Kreis dann wieder geschlossen, ne? Das geht dann immer rundherum, hin und her, ne? Wärme wird immer umgewandelt, wird immer benutzt sozusagen. Also ja, kann man das als Wärmewandelmaschine dann bezeichnen? Naja, jedenfalls, es funktioniert jetzt. Ja, genau, richtig, würde ich auch sagen. Und dann machen wir hier mal erstmal eine kleine Vorführung, ne? Dass wir mal zeigen können, was das kleine Ding so kann. So, hier haben wir hier erstmal eine kleine Zelle. Ja. Das wird übrigens, ich glaube im Baumarkt gibt es das auch, hat er gemeint, dieses Zeug, ne, muss er auch irgendwo her haben, ne? Das wird zum Abbinden von Beton genommen, hat er gemeint. Da muss man sich mal ein bisschen informieren, irgendwie kommt man da schon ran. Und mal gucken, was man da noch so für feine, schöne Zusätze noch mit reinmachen kann. Und hier haben wir jetzt, ne, von den ganzen anderen Klimbims nicht verrückt machen lassen, jetzt kommt es nur auf diesen kleinen Joule-Tief an und diesen Transistor. Und diese blaue LED braucht zum Leuchten, ja, mindestens 2,5 Volt, ne? So nach normaler Physik, ne? Dauergleichstrom. Ja, hier haben wir aber schön gepulsten, ne? Der richtig schöne hohe Spannungsspitzen, also kann man das nicht ganz so 1:1 nehmen. Weil die Batterie hier hat im Leerlauf jetzt um die 1 Volt, nämlich nur. Ne? Also ungefähr 1 Volt hier. Dann gehen wir hier auf den Joule-Tief drauf. Und leuchtet nicht komplett hell. Oh, jetzt geht's aus. Das hat man gestern auch nicht gehabt. Interessant. Ich glaube, dann müssen wir sie mal wieder ein bisschen gießen. Ja, das ist schon etwas trocken geworden. Ja, Wasser muss man natürlich immer ein bisschen nachfüllen. Ne? Ist, denke ich, aber auch kein Thema. Einfach mal rausgehen und seine Batterien gießen. Ja, jetzt geht's weiter. Na gut, okay. Joule-Tief ist heute zusammengebrochen. Da hätte ich doch gestern Abend nochmal vorführen können. Na gut, dann haben wir halt natürlich wieder dieses, ne, immer wenn man kurz rangeht,
ist es dann wieder da. Also können wir es hier auch mit einer hohen Herzzahl gehen und dann noch den Rest aus den Batterien rausziehen. Aber das hatten wir ja schon von den anderen Batterien gekannt. Ist hier also auch kein Thema. Aber noch verblüffender wird es ja, was die für eine Dauerleistung haben. Ja, blaue LED, ihr wisst, wie viel Spannung die braucht, damit sie so schön hell leuchtet. Und die hängt jetzt, ungelogen, 2-3 Stunden hier schon mindestens dran. Und vorher hat 2-3 Tage eine weiße LED an der Stelle hier gehangen. Ja, was ist da drin? Kupfer, Alu und irgendwelches Kalkweißzeug. Ist schon ziemlich früh am Morgen, wir haben ziemlich viel gequatscht. Der Herr, der mir das hier mitgebracht hat, und ich bin einfach nur baff. Das Teil hatte vorhin, ne, nach dem Befüllen, nachdem wir es das erste Mal da hatten, 300 mA Kurzschlussstrom gehabt. Guck, wie viel wir jetzt haben. Wir haben schon die ganze Zeit entladen mit der Batterie, ne, schon krasse Tests gemacht, Schultief damit betrieben und ach, hast du nicht gesehen. Und wie viel haben wir jetzt? Ach hey. Oh, guck dir das an. Na ja, gut, das sind hier schon mindestens 40 mA, ne? Auch konstant, ja, lassen wir mal dran. Konstant, ne? Fast konstant, also geht verhältnismäßig wenig runter. Ja, die lassen wir mal ein bisschen erholen jetzt über Nacht. Dann mal kurz mit dem Bedini nur mal ein bisschen anstupsen und mal gucken, ob hier das Perfekte noch rausgefunden ist. Und hier seht ihr das. Alu. Und Zeugs, was irgendwann zu Marmor wird. Marmor-Effekt-Batterie. Hat auch was der Name. Ja, und anstelle von dem Alu. Ach nee, hier haben wir auch Alu, aber anstelle von dem Kupfer, ne, kann man dann auch Carbon nehmen. Ne, hier ist Carbon-Gewebe. Irgendwie. Hier das Schwarze ist jedenfalls Carbon. Ne, das leitet dann auch. Ja, müssen wir ein paar Tests machen. Ich habe es jetzt extra für den Test mal abgeklemmt. Also als ich heute früh aufgewacht bin, hat das Ding immer noch geleuchtet. Und ja, jetzt sind wir wieder hier und heute. Und das Ding... leuchtet immer noch. Ah, richtig hell. Richtig hell. Ja, wenn es jetzt mal hier so schön bleiben würde. Und es sind nur 2 Zellen in Reihe geschalten sozusagen. Und die geht nicht so schnell aus. Kleiner Schmankerl noch. Das Kreislaufzeugs hier, ne, ist in der Lebensmittelindustrie sogar zugelassen. Das ist irgendeine E-Nummer. Was habe ich hier hingeschrieben? E526, eventuell. Ich sollte nochmal nachforschen, ob es das auch wirklich ist. Aber irgendeine E-Nummer ist dieses Prinzip hier. Und man kann Strom damit machen. Ja, besser geht es doch fast gar nicht.